Nun gut. Es sei, wie es sei. Da kommen wir erstmal wieder irgendwie vorrangig zurück an die Stelle, wo wir vorher waren. Um dann wieder rüber zu kommen, vermute ich zumindest. Es gibt zumindest eine Menge Ausrüstung, das ist schön. So, Giftpfeile. Achso, da habe ich nicht genügend von. Also nicht genügend Pilze. Okay. Was haben wir denn hier? Da muss ich wohin. Aber ich möchte erstmal mir das angucken. Komm, bitte. Jetzt ergibt es einen Sinn, wenn ich diesen Anweisungen folge. Ach Gott, Münzverstecke. Wo sind jetzt die Münzverstecke? Okay, einer ist schon mal hier. Wenigstens etwas. Ja, also das Spiel, ja, das hat viel Entdeckung in sich. Das muss man so schon mal sagen. Wow, ich habe nicht genügend Holz. Das ist ja mal verwunderlich. Ach so, das ist einfach nur so ein Lampendings gelöt. Na gut, das hier erstmal. Wenigstens sieht man auch ein bisschen Ausschnitt. Das ist auch ganz wichtig. Gut, wir müssen darüber und dann komme ich wahrscheinlich ja, zu den Münzverstecken. Die sind ja in der Nähe vom Basislager. Das ist also nicht das Problem. Alles im Rahmen des machbar Erscheinenden. Und dann habe ich ja, wie gesagt, noch die Russischkenntnisse erhöht, sodass ich da auch noch genügend habe. Gut, was haben wir dazu sagen? Geil gemacht. Richtig geil inszeniert. Also, ja. Ne? Lob an die Entwickler auf jeden Fall. Ah, wartet mal. Gott. Ein goldenes Schwertheft, verziert mit Juwelen, gehörte einem byzantinischen Adligen. Die Klinge ist in der Nähe des Griffs abgebrochen. Ist das im Kampf passiert? Na gut, scheinbar nicht so das qualitativ hochwertigste Schwert. Also lässt zumindest so die Vermutung offen. Ach so, jetzt bin ich hier... Achso, ich bin noch nicht komplett da, wo ich vorher war. Und dann hier lang. Ah, da ist nämlich auch eine Falle. Aber ich brauche nämlich auch noch dieses Münzversteck. Ich möchte ja nämlich nochmal unbedingt diesen Weg einschlagen. So, da haben wir das andere Münzversteck. Alles klar, ich gucke nur nochmal. Vorratsschuppen, suchen Sie den Schuppen auf. Ja. Dann basteln wir uns hier wahrscheinlich erstmal eine Abkürzung, oder? Wie sieht das jetzt hier aus? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wie war das? Saba. An alle, die diese Nachricht erhalten. Ich werde bald tot sein und damit auch alles wissen über diesen Ort. Eine Flucht war nie möglich. Wir stiegen für unsere lange Reise in den Zug und mussten feststellen, dass nur wenige Kilometer vom Berg entfernt die Schienen, die wir auf Kosten so vieler Toter verlegt hatten, verschwunden waren. Seit Monaten haben die Einheimischen die Schienen vorsichtig abgebaut und diesen Ort in Vorbereitung ihrer Angriffe isoliert. Wie ihre kostbaren Ruinen werde auch ich bald von Schnee begraben und vergessen sein. Ja gut. Dafür habe ich ja die Information. Also, du hast ja hier ordentlich eine Notiz hinterlegt. Da weiß also jeder sofort Bescheid. Ich wollte hier eigentlich noch nicht sofort lang. Da ist natürlich eine Falle, das ist richtig. Ich wollte nur noch mal gerne dieses Münzversteck. Und schnell hoch. Also, nee, nicht hoch, aber springen. Und hier haben wir einen Abenteurer-Rucksack. Sieht aus wie Laras alter Rucksack ein bisschen. So, Karte aktualisiert, Geheimnisse entdeckt. Die Münzen nehmen wir natürlich auch gerne an uns. Und dann haben wir hier ein Überlebensversteck. Lass mich raten, das heißt, ich darf schon wieder ein bisschen zurück. Och, nie. Nie, Leute.
Herr Jemine, rüber hier, rüber da, hopsasa, die Tralala. Ist doch immer wieder das Unmögliche dasselbe hier. Das ist doch... Backtracking at its best. Wie bin ich denn hier rübergekommen? Ach so. Aber rein farbtechnisch sieht das hier von der Gestaltung her richtig genial aus. So, erstmal aufsammeln. Die Musik, die ist auch vor allem so schön atmosphärisch. Die könnte man auch mal hören, wenn du nicht da und drüber laberst. Ja, dazu ist es ein Let's Play. Gut. Ekliges Argument von irgendwelchen Hatern ausgehebelt. So. Also jetzt. Ach, rüber! Danke. Da unten lagen, also, nee, lagen nicht, aber da unten waren schöne Stacheln. Ich sag da, viel zu viel zu entdecken, aber ich mag das, dass es halt nicht einfach so ein Spiel ist, wo du durchrennst. Kannst du sicherlich auch machen. Da versteht man vielleicht auch die Story zusammenhängender und auch besser, aber das ist mir egal. So. Ja, wie gesagt, gut, dass ich das geskillt habe mit den Fallen. So, da bin ich nämlich immer bestens drauf vorbereitet. Was auch immer hier in der Luft liegt. Och nie. Ah. So, wo sind die jetzt schon wieder? Aua. So, warte mal, jetzt bin ich ja hier hinter. Aua. Och nee, der schon wieder. Ich dachte eigentlich, ich hätte hier... Au. Au. Achso, habe ich keinen Giftpfeil? Doch, jetzt habe ich einen. Warte mal. So. Dann nützt dir dein Schutzschild mal rein gar nichts, denn das bringt dich auch zur Strecke. Wahrscheinlich bestes Nervengift oder ähnliches. So. Jetzt ihr da oben. Also, ich muss euch... Ja, das Beben ist ein bisschen hinderlich. Erstmal schnell ausweichen. Danke. So. Wie auch immer das funktioniert. Oh. Okay, das war so nicht vorhersehbar. Aber das ist doch schön. Die haben das hier extra ausgeleuchtet, damit man sich hier nicht verstecken kann. Wo ist denn jetzt bitte das Münzversteck hin? Ich muss ja nochmal zum Münzversteck. Danke. Lasst mir mal bitte die Zeit und die Geduld hier. Wo ist denn das jetzt bitte? Münzversteck? Hallo? Ach so, hier. Das sieht gut aus. Wurde nur nicht gerade richtig markiert. Alles klar. Gut, da haben wir das wahrscheinlich auch jetzt. Okay, was sagt die Karte? Die Karte sagt, dass ich mal zum Basislager muss. Das sagt die Karte mir gerade. Mehr nicht. Und dadurch, dass ich hier erstmal bin, erstmal ein kleines Verschnaufpäuschen. Ich kann ja wieder was upgraden. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Todeswolkenpfeile, damit sich das vergrößert, ist natürlich auch nicht verkehrt. Leichenfeind, spezielles Nähe. Da hat man das. Bogenexperte. Und was war hier noch? Adrenalin. Achso, weniger Schaden. Nach was? Nach einem lautlosen Kill weniger Schaden. Gut. Tod von oben. Nutzen Sie das Messer, um Feinde durch Sprünge von oben zu erledigen. Drücken Sie Y. Ja, gut. Kann man natürlich auch mal nutzen. Aber der Dreifachschuss ist auch cool. Was ist das hier eigentlich? Genauer Schuss. Die Ziel... Was gelenkten Schüsse beim Dreifachschuss visieren und automatisch den Kopf. Oh. Okay. Gut. Die
visieren automatisch den Cock an. Ist natürlich auch nicht schlecht. Ach du Hilfe, jetzt hat man hier ja bei allem irgendeinen Upgrade. Was haben wir denn hier? Gewachste Sehne. Wachsen bewirkt eine flexiblere Sehne, um nun, schnelleres Spannen ermöglicht. Wow, die Spanner hier. So, Sehnenauslöser. Ein Auslöser erleichtert und so weiter. Anwendbar bei allen Compound-Bögen. So, angepasste Wurfarme. Das ist dann sozusagen noch schädlicher für alles. Nun gut. Machen wir erstmal den Sehnenauslöser. Knallen wir das gleich hinterher. Und die gewachste Sehne. Ihr wollt nicht wissen, was ich zuerst gelesen habe. Aber okay. Was haben wir denn hier? Ach so, das ist dann nochmal extra. Na gut. Wie dem auch sei, ich nehme trotzdem diesen Bogen, weil ich den toller finde. Der hat halt richtig schönen Schaden. So, die Pistole. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ergonomischer Griff. Nehmen wir. Da ist jetzt zwar nichts mehr über hier. Auch nicht bei der Ausrüstung. Die ist mir aber jetzt im Prinzip, sagen wir mal, relativ gleichgültig. Gut. Dann kann ja die Reise weitergehen. Sehr schön. Wohin aber? Da, wo die Markierung ist. Und da haben wir eine Truhe und ein Überlebensversteck. Beides sogar in einem. Naja, fast in einem. So, die Feinde waren ja erledigt, richtig? Da sollte ich mich nicht täuschen, richtig. Ja, hier sehe ich wieder die Dosen, wie sie mich alle anlächeln. Hahaha, hier bist du. Du kannst ja das Gebiet nicht richtig erkunden. Ja, toll. Aber cool, wie sich das Gebiet dann verändert, weil da dann einfach mal sozusagen, ne? Achso, Pfeile sind voll. Okay, warte mal. Kann ich hier was herstellen? Pfeil und Giftpfeile aber nicht. Na gut, Lara, dann springen wir hier ran. Genau hier an die schöne Holzleiter, die wie ein Magnet an der Mauer festklebt. Ah, nun guck einer mal, schau hier. So, erstmal dieses lustige Münzversteck. Ich meine, das kann man ja eigentlich gar nicht verfehlen. Man muss ja hier hoch. Dann haben wir zudem noch diesen lustigen Gegner hier geplündert. Und wir knacken dank des Dietrichs hier dieses Schloss. So, Gewehr freigeschaltet. Okay. Lohnt sich. Läuft bei uns. Oh, noch eine Karte. Karte aktualisiert. Geheimnisse entdeckt. Okay. Ja, Geheimnisse entdeckt. Ich war wohl schon ein bisschen früher dran als die Karte. Ich klicke das nochmal raus und jetzt vielleicht? Nee. So, Karte aktualisiert. Ja, das wissen wir ja bereits. Ich gucke nur mal, ob hier noch irgendwas vorrätig ist, was man beachten könnte. Scheinbar nicht. Ja, nu.